So, willkommen meine Freunde zur ersten Runde von Minecraft TTT auf Gomme HD. Wir machen die erste Runde auf diesem Kanal. Ich habe schon vorgespielt und ich muss schon sagen, ich habe schon mehr als 1700 Karma. Worum geht's in diesem Spiel? Nun ja. Es gibt drei Klassen. Einmal Innocent, Traitor und es gibt noch Detective. Und als Innocent, ja, was bedeutet das? Unschuldiger, glaube ich, muss man versuchen zu überleben. Und Traitor zu killen, falls man weiß, wer Traitor ist. Und wenn man Traitor ist, muss man die Innocents töten und die Detectives. Also das werde ich gleich zeigen, falls ich nicht sofort sterbe. Als erstes muss man in den Kisten nach Waffen suchen. Das kann entweder Holzschwert, Steinschwert oder wenn man Glück hat, in den Endertruhen findet man Eisenschwerter. Und jetzt sieht man, dass ich innocent bin und ich werde sofort getötet. Danke! Also das kann nur ein Traitor sein, weil wenn man als Innocent einen Innocent tötet, bekommt man Minus Karma. Oben rechts kann man meine Karma sehen. Ab zur nächsten Runde. Und es kam letztes fast einen Monat gar nichts Neues von mir, deswegen muss es ein bisschen aufnehmen und dann könnt ihr mehr Content bekommen. Falls du gerade zuschaust, du kannst auch die anderen Videos schauen. Es kann sein, dass ich in der nächsten Zeit wenig Videos hochlade, deswegen schau dir die anderen Videos an. Ich hatte in letzter Zeit so viel zu tun, deswegen konnte ich nicht die ganze Zeit aufnehmen. Das kann man ja verstehen. Minecraft ist nicht mein Leben. Jungs, Mädchen. Mein Leben. Okay, Minecraft City heißt die nächste Map. Und jetzt habe ich ein Steinschwert. Entweder man bekommt Steinschwert oder Holzschwert. Das ist so 50-50. Und in den Endertruhen findet man immer das Eisenschwert. Aber Endertruhen sind sehr selten. Warte, ich könnte euch das gleich mal sagen. Ach Mensch, ich bin hier falsch. Und ich lädt so schlecht. Ne, kann ich es jetzt nicht zeigen. Ah, jetzt bin ich Detective und die müssen die Traitor finden. Ah, hier ist die Endertruhe. Ja, ich habe eins. Nein! Das war ein Traitor. 100%. Hat mich in die Falle gelockt. Dann ab zur nächsten Runde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir kommen zur nächsten Runde. Und diesmal auf der gleichen Map. Heute ist irgendwie die Quatschrunde, finde ich. Die Quatschaufnahme. Die Aufnahme ist Quatsch, deswegen. Aber es mag irgendwie aufzunehmen. Das macht sehr viel Spaß, kann ich euch allen empfehlen, falls ihr nur Zuschauer seid und keinen Content macht. Und ich bin wieder Detective. Was ist los? Und mit diesem Zauberstab, der Person Identifizierer, genau, komisches Wort, mit dem kann man
bei Leichen herausfinden, ob es ein Trader ist, ein Trader war, Detective oder Innocent. Das finde ich eine leise. Oh. Ihr seid böse. Hört auf. Ich fühle mich aus. Was geht da ab? Creeper. Creeper-Pfeile hat ein Trader gekauft, deswegen sind da die Creeper. Ah, da ist ne. Nein! Hört auf! So, ich kann das euch demonstrieren. Hier ist ein Innocent. Und hier ist die Akte von dem Typen. Nein! Nein! Nein, ich wollte den anderen etwas erklären und du tötest mich. Was soll das? Ich werd gleich wütend und. Okay, ich habe mich beruhigt. Das war alles Schauspieler. Die Traitor haben gewonnen. Die Terroristen haben gewonnen. Das darf nicht sein. Nee, nee, das darf nicht sein. Und alle Terroristen da draußen, ihr seid böse. Ich bin enttäuscht von euch. Nun ja, ich hoffe, euch gefällt die Folge. Es gab, wie gesagt, ja, ich wiederhole mich in letzter Zeit gar nichts und ich hoffe, das reicht als kleinen Start in eine neue Season, eine neue Staffel, quasi die Frühling-Sommer-Staffel. Nun ja. Wir spielen jetzt auf der Map modern. Ich bin ein moderner Mensch und ich habe einen Bogen mit 32 Pfeilen. Die werde ich nicht alle verbrauchen, weil das ist ein bisschen unlogisch, wenn ich die alle verbrauche, weil ich sterbe immer zuvor. Und ich brauche noch ein Schwert. Ach du Scheiße, jetzt bin ich wieder komplett runtergefallen. Jetzt bin ich wirklich am Ende. Und ich bin wieder innocent. Jetzt, das war mein Ende. Frieden, Frieden. Ich will Frieden. Frieden. Ein bisschen Frieden. Ey, das sieht cool aus. Ein Helikopter? Nee, ist das ein Helikopter? Warte, es kommt, es geht mal dahin. Warte, wie kommt man dahin? Oh, das geht nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Hallo? Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, meine Freunde. Geht hier hin? Gibt's da Action? Ich habe immer noch kein Schwert. Ich hab nur den Bogen, ich werd Bauspämer. Und es gibt zwei Detectives, also wenn der eine stirbt, ist der andere am Arsch. Muss ich ehrlich sagen. Ist so ein paar Mal passiert, bei dem der Detective so allein war mit 1000 Tradern. Also es gibt insgesamt, glaube ich, nur vier. Aber trotzdem, vier gegen einen, das schafft man als einzelner Detective gar nicht. Außer man hat so Superwaffen, die man sich im Shop kaufen kann. Als Innocent kann man zum Beispiel gar nicht im Shop was kaufen. Das können nur Trader und die Detectives. Nein! Oh. Ich wurde fast in die Luft gesprengt. Das klingt falsch, aber ist irgendwie wahr.
Nein. Ich wollte nur Frieden. Was soll das? Und die haben die gewonnen? Die Terroristen haben wieder gewonnen. Ich bin enttäuscht von den Terroristen. Die springen alle in die Luft und das klingt falsch, aber das ist irgendwie wahr. So, vielleicht zur nächsten Runde, falls ich das noch mache. Die Map heißt jetzt Baustelle. Minecraft ist ja mit seinen vielen Updates auch eine Baustelle geworden. Und ja, ich habe Ladeprobleme, wenn ich aufnehme. Aber was soll man machen? Außerdem ohne Bugs und ohne Ladefehler ist das irgendwie auch langweilig. Traitor, ich bin Traitor. Ja. Oh nee. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gekillt werde. Nein. Oder dass ich mich selbst kille, weil ich nichts sehe. Warte. Wo ist eine Kiste? Nein. Ich bin Frieden. Ich stehe für Frieden. Sehe aus wie ein Trader, aber ich bin ein Friedensmensch. Nein! Woher weiß er, dass ich Trader bin? Was für ein Hacker! Ich glaube, das war's für diese erste Folge, dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Marlon 11.